Hallo Camping- und Outdoor-Freunde! Immer noch vom Fahrradwohnwagen treffen. Ich habe schon mein neues Opfer gefunden. Oder meinen neuen Freiwilligen. Sag es mal so. Hallo, darf ich dich begrüßen? Wie heißt du? Hallo, ich heiße Peter Klein und die Kollegen sagen alle Pit Klein. Du hast ja einen extremst außergewöhnlichen Camper gebaut. Ja. Den man so nur einmal, glaube ich, an der Welt sieht und findet. Ja. Weil da steckt komplett deine eigene Kreativität dahinter. So ist es. Und auf den ersten Blick würde man gar nicht meinen können, dass man da drin schlafen kann. Ja, er soll halt möglichst klein sein, dass er leicht ist und auch wenige gute Aerodynamik hat, wenig Luftwiderstand und Stützen auch so, dass sie innen reingehen, dass sie außen gar nicht mehr erscheinen. Keine Aerodynamik, eigene Anhängerkupplung, weil es gibt auf dem Markt nichts, was so sehr lange hält, wie ich fahre. Und ist dann vorne, wie gesagt, mit an der Achse dran. Hast du das alles selber gebaut? Alles selber gebaut. Und diese Teile, wie hast du das gemacht? Das habe ich eigentlich teilweise mit der Hand gesägt und gefeilt. Ich habe mal Maschinenschlosser gelernt. Und die Bohrungen kann man ja auf der Ständebohrmaschine machen, das passt. Und jetzt zum Anhänger selbst. Das sieht ja sehr professionell aus. Also keiner oder kaum einer hat ja geglaubt, dass du das selber gebaut hast. Ja, klar. Aber ich war ein halbes Jahr dran. Man kann hier aufklappen. Man hat verschiedene Stellungen, wo man das aufmachen kann. Man kann hier vorne, das ist jetzt zum Beispiel der Essenscontainer, wo drin ist. Und das machen wir mal schnell raus, dass man so sieht. Der kommt dann raus, dass man dann da drin liegen kann. Da haben wir so ein kleines Schloss hier hinten dran, machen wir auf und dann können wir da reinlaufen und dann passt das. Geil. Reinlegen und wie kriegst du dann das Tor zu? Einfach fallen lassen. Hier machen wir vorne können zumachen und hier tust du einfach hier hochmachen und tust das absenken. Fällt von alleine runter. Ja. Und kannst du dich dann einschließen, sodass keiner von draußen aufmachen kann, während du drin liegst? Ja, da habe ich ganz kleine Dinger selber gemacht hier. Da hast du so zwei Schieber links und rechts. Und da kann da keiner Schabernack machen, von wegen lustig sein und einmal Wasser reinkippen in der Nacht. Super, super safe. Alles klar, ja, passt. Peter legt großen Wert auf seine Frisur. Sieht man ja, frisch geföhnt, hat er immer seinen Föhn dabei. Ja, aber den Föhn haben wir eigentlich hauptsächlich zum Heizen. Wenn man mal im Winter oder im hohen Norden fährt und man hat dann tagsüber nur 5 Grad, kommt dann vor Ort an und das geht dann noch runter auf 0 Grad. Und man kommt in den Wagen hinein, dann friert man erstmal bestimmt eine Stunde, bis man warm hat. Und dafür habe ich hier meine kleine Heizung, die ich sehr liebe. Und da hat man immer innerhalb von 10 bis 15 Minuten hat man eine Wärme von 30, 35 Grad, trotzdem draußen 0 Grad ist. Und da kann man sich so richtig schön aufwärmen und das ist genial zum Einschlafen. Und Schlafsack ist dann auch schön warm, tut man die Föhn reinhalten in den Schlafsack und schon passt die ganze Sache. Die Halterung fürs Handy, da kann ich das auch je nachdem einhängen und dann passt das auch. Okay. Und hier, das sind ja Wäscheleinen oder was ist das? Das sind Wäscheleinen, wenn man die Klamotten, wo man dann angeschwitzt hat, manchmal ist es so, dass man bis abends fährt oft, dann sind die noch feucht und man kommt es außen, ist ja sowieso feucht und dann wird es nicht trocken und dann lasse ich es hier innen drin. Und dafür, wenn jetzt geladen wird, Strom geladen wird, haben wir hier noch einen Rauchmelder. Oh, laut. Da piepst richtig schön laut. Du bist ja taub, wenn du drin liegst. So ist es. Und aber es ist zur Sicherheit, wenn ein Ladegerät im Ding, während du schläfst, tust du ja laden. Wenn so ein Ladegerät dann kaputt geht, dann wärst du innerhalb von 3 Atemzüge tot. Und das will ich nicht, ich will noch ein bisschen Fahrrad fahren. Ja, das ist eine Bergsteigerluftmatratze, weil die schön klein ist, kostet ein Schweinegeld, gell? Aber sie ist super leicht. Ich gucke überall aufs Gewicht, ich lege alles auf die Waage, was ich mache hier dran. Und sogar Schlafsack ist auch mit Dings ausgewählt worden, mit dem Gewicht. Gesamtgewicht, also wenn ich geladen habe, 45 vielleicht, weil ich nehme auch sehr wenig Klamotten mit, zwei Paar Socken, zwei Hosen und eine lange noch und dann ist aber ziemlich fertig. So, dann kann man für die Beine, kann man den hier unten reinmachen, tut das aber hier rausfahren. Dass man mit 1,80 Meter kann man dann drin schlafen. Also 1,80 Meter Länge? Ja. Also direkt von der Wand genau, bis da unten hin. Und was ist denn das hier für ein Material? Das ist alles so. Das ist ein Styrotor, ein Styropor-Block. Styropor oder Styrodur? Styropor und die Seitenwände sind Styrodur.
Okay. Das sind Styrodurplatten. Ein Block hätte 100 Euro gekostet. Das war mir zu teuer. Und dann habe ich im Baumarkt die 10 cm dicken Styroporplatten geholt, habe drei Stück zusammengeklebt und habe das dann ausgearbeitet. Und wie hast du das dann so festgekriegt? Das ist ja jetzt richtig fest. Ja, das ist dann überlaminiert mit ganz dünnem Glasfaser. Matten, die für Modellflugzeugbau, für die Flügel sind, die sind auch leichter wie die normalen. Und dann mit der Gießharz halt einlaminiert und dann passt das. Und dann hast du das aber trotzdem noch geschliffen wahrscheinlich, oder? Ja, es wird dann leicht geschliffen und dann ist er halt mit Farbe aber gerollt. Also das tue ich nicht mal lackieren. Das ist jetzt das Schloss und damit da kein Dreck reinkommt, wenn man fährt und kein Wasser, habe ich hier so ein kleines Dings drin, so ein Deckel, dass das Schloss geschützt ist. Hier ist der Mülleimer. Ja, so ungefähr. Das war jetzt nur vorhin auf die Schnelle. Das ist so ein kleines Ablagerfach, aber jetzt ist halt gerade eine Bananenschale mit rein. Ist das innen auch laminiert, oder? Auch laminiert. Das ist immer alles von beiden Seiten laminiert. Das Holz ist beidseitig laminiert. Die Styrodurplatten sind beidseitig laminiert. Und dadurch bekommt man eine sehr hohe Festigkeit. Da unten hat es jetzt zum Beispiel auch noch einen doppelten Boden. Da macht man hier auf und dann kann man hier unten seine ganzen Sachen reinmachen. Und jetzt hier vorbereitet der Strom für die, zum Laden und so weiter. Ich habe eine Außensteckdose, wo ich dann hier von außen einspeise. Und dann kann ich innen die Ladegeräte mit anhängen. Das Fenster interessiert mich auch noch. Sieht auch aus wie selbst gebaut. Das ist selbst gebaut. Und zwar hier kann man dann aufmachen. Das wäre jetzt das Fliegennetz. Man geht hier hoch, tut es aufmachen. Und sorry. Und dann tut man hier, so mit der Schraube kann man die Dings dann genau die Schräge, ich mache es jetzt gerade mal, schön aufmachen. So ist auch die schöne Dichtung drin, ist auch alles schön dicht, gell, und kann sich genau positionieren, wie viel Luft man haben will. Und hier, wie gesagt, dass keine Mücken reinkommen, gerade in Norwegen oben, da hat verflucht viele Mücken und da war ich voll froh drum. Die Bodenplatte ist aus Paluvera-Holz, das ist ein Leichtbauholz, gibt es im Baumarkt. Die sind auch gerade so breit wie der Anhänger. Ja. Und du kriegst bis zu 2 Meter lange Platten. Und wie dick sind die? Die sind 2 Zentimeter. Ich habe hier noch ein Muster da. Hier hast du mal das Muster von dem Paluvera-Holz. Oh, das ist ja nichts. Ja, ja, genau. Und das sind Leimplatten, also sind die Bretter zusammengeleimt. Das bringt auch wieder eine Steifigkeit. Ja. Und das hier ist die Styrodur-Außenplatten mit links und rechts laminiert. Da sieht man, das ist ganz dünn, ist das Laminat. Ja, echt mal. Und super leicht natürlich, aber richtig stabil. Ja, da ist auch eine Bremsanlage dran gekommen. Und die Bremsanlage ist hydraulisch. Da habe ich 3 Bremsanlagen gebaut, bis ich soweit war. Und gebremst wird es hier vorne mit dem Daumen. Also ich tue mit dem Daumen den Anhänger bremsen dann. Ja. Und wie verbindest du das nach hinten? Da geht hier der Schlauch runter. Das ist hier eingeklipst. Man kann es hier ausklipsen. Gell? Und dann mache ich sozusagen hier die 2 Schrauben auf, nehme die ganze Sache weg mit den Dings und mache es nach hinten zum Anhänger. Und brauche dann keine spezielle Kupplung, die ein Wahnsinnsgeld kostet. Es gibt Kupplungen für die Hydraulikleitung, aber die sind richtig teuer. Da ist noch Lüftungsschlitze reingemacht. Ja, Löcher. Genau. Und hier ist noch ein Knopf, was macht der? Das ist, und zwar, ich bin ja letztes Jahr da an meiner großen Tour angefahren worden von einem Wohnmobil, der mich nicht gesehen hat. Und jetzt habe ich hinten ein Blitzlicht dran, wie die Straßenwacht, wo dann immer blitzt. Und jetzt müsste er losgehen, oder? Ja, ja, sieht gut aus. Genau, und das sieht man halt dann wesentlich weiter und besser. Man kann auch zum Beispiel, was auch noch ganz gut ist, diese Sache hat eine Doppelfunktion. Ich nehme das hier komplett raus. Dann habe ich hier einen Stuhl und dann habe ich gleich einen Tisch und eine Sitzgelegenheit und ich brauche keinen extra Stuhl mitnehmen. Die kann man hier dann aufdrehen. Das gibt es so zu kaufen, ja? Ja, das gibt es fertig zu kaufen. Oh, da musst du mir unbedingt noch sagen, wo du das gekauft hast. Das kriegst du beim Berger, also Campingberger, als normale Dachluke für Wohnwagen, fürs Bad. Okay. Das ist die kleinste, wo es gibt. Kostet um die 50 Euro. Mehr nicht? Nee. Führ noch mal bitte vor, ich will noch mal sehen, wie das hochgeht. Ist bloß leider Gottes 1,50 Kilo schwer. Aber ich muss das haben, weil es einfach, du hast sonst zu warm da drin im Sommer. Eins der für mich schönsten Wohnwagen hier. Definitiv und auch kreativsten. Es gibt nicht nur einen schönen Menschen, sondern es gibt viele schöne Menschen und so gibt es auch viele schöne Wohnwagen. So sieht's aus. Ja. Mit diesen Worten möchte ich das Video beenden. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg und tschüss und der Piet. Ciao.